alle zusammen. Auch wir vom Eltern-Kind-Zentrum Willering möchten uns im Rahmen des Willeringer Frauentags noch einmal vorstellen. Mein Name ist Christiane Pfleger und ich leite seit fast 4 Jahren nun das E-Kids in Willering. Leider ist im Moment die Situation diese, dass wir unser E-Kids schon viel zu lange aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen halten müssen. Und wir können es kaum erwarten und stehen in den Startlöchern, dass wir endlich wieder öffnen dürfen und unsere Räumlichkeiten mit Leben füllen können. Ja, was ist das Eltern-Kind-Zentrum? Was machen wir dort? Grundsätzlich ist einmal das E-Kids-Treffpunkt für alle Familien, Großeltern, Tanten, Onkeln, Geschwisterkinder. Es wird bei uns gesungen, gebastelt, geturnt, getanzt und hoffentlich dann auch wieder ganz viel gelacht. Die Kurse bei uns im E-Kids reichen von der Geburtsvorbereitung über die Rückbildungsgymnastik bis hin zur Babymassage. Dann natürlich ein großer Schwerpunkt sind unsere Spielgruppen, wo wir versuchen, die Kinder altersmäßig einzuteilen, sodass wir da auch wirklich auf jedes Kind individuell eingehen können. Aber wir haben auch Kurse für ältere Kinder, wie das Yoga Kids oder der Kindertanz, das Weihnachtsbasteln und vieles mehr. Auch sehr beliebt sind unsere Kurse für die ganze Familie. Da ist immer der Besuch bei der Feuerwehr sehr gut besucht, aber auch der Erlebnisabend am Bauernhof. Am besten, ihr schaut selbst in unser neues Jahresprogramm 2021 und meldet euch jetzt schon für einen Kurs an, damit wir dann voll durchstarten können, sobald wir das Go bekommen. Was uns auch sehr am Herzen liegt, ist die Elternbildung. Diese bieten wir aufgrund der jetzigen Situation online an. Das heißt, man kann bequem von zu Hause aus an einem Vortrag, einem Seminar teilnehmen. Und das via Zoom-Meeting. Man kann sich dann wirklich bequem von zu Hause über ein Thema und informieren und sich da untereinander austauschen. Ja, wir hoffen natürlich, dass diese Online-Sachen nicht die Zukunft werden und freuen uns so sehr, wenn wir euch hoffentlich wieder zahlreich begrüßen dürfen. Bis dahin, bleibt gesund und bis bald.